Willkommen zurück zu Nostalgia. Ja, im letzten Mal haben wir einen kleinen Einblick in die Vergangenheit gehabt. Und wahrscheinlich hat das mit Pathfinder zu tun. Bin mal gespannt, ob wir den nochmal wieder von dem hören werden irgendwann. Fände ich sehr interessant. Wir werden uns jetzt aber erstmal zur Secret Base begeben, die nicht mehr ganz so secret in Trümmern liegt. Jedoch könnten wir dann noch Hinweise auf einen geheimen Plan der Kabal finden. Und den wollen wir nachgehen. Das geht auch noch für den Mount Fuji, aber den würde ich als zweites machen wollen. Beziehungsweise auch nochmal einen Trip zurück machen wollen. Was Sinn macht. Dürften alle keine Chance mehr gegen mich haben, oder? Ja. Einen Trip zurück machen, damit wir schon mal die Quests abgeben können. Von der Adventures Association, denn die haben uns ja auf die Spur geschickt, in das Dorf zu gehen. Da müssen wir, denke ich mal, auch noch irgendwie Bericht erstatten. So, ist die Frage, wo ist dieses Schriftdokument oder was auch immer wir finden müssen? Die Pläne. Die Basis ist ja nicht mehr ganz so groß, zum Glück, nachdem sie kaputt gemacht wurde. Aber ich denke, ich muss trotzdem mal jeden Winkel absuchen. Das machen wir auch eben zusammen. Nerviger wird die Fuji-Basis. Wenn die sich nämlich nicht irgendwie verändert haben sollte, dann ist das wahrscheinlich dieses Mal dann wirklich der ganze Irrgarten, den ich letztes Mal noch gar nicht machen konnte. Weil zu dem Zeitpunkt waren wir recht eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit da. Aber ich dachte mir schon, dass wir immer noch mal hin müssen. Ich hätte sie nicht gewusst, dass wir hier nochmal hin müssen, aber es ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, diese Basis und diese Dungeon sind nicht ganz so nervig. So langsam können wir ein paar SP verteilen. Aber ich mache noch ein paar Kämpfe. Ein bisschen was anspannen kann ich schaden. Wir kommen gerade gut kleine Kämpfen. Ja, die sind auch alle schnell erledigt. Den neuen Superangriff von Pat haben wir schon gesehen. Wir haben den von Eddie noch übrig, ne? Aber da müsste Eddie auch mal drankommen. Momentan kann ich immer alle sofort killen. Das macht die Sache ziemlich simpel. Wir haben schon noch das Gesicht bekommen, ich bin mir sicher. Ist das hier unten zufällig? Ist es nicht, ne? Nee. Ich schätze mal fast in demselben Raum wie letztes Mal. Aber dann sind wir auch schon sehr nah dran. Weil viel weiter geht es in den Dungeon nicht mehr rein. So, müsste jetzt irgendwo hier zu finden sein eigentlich. Vielleicht sollen wir mal speichern, falls hier noch ein Boss kommt oder so. Verbleibendes Experiment oder was weiß ich nicht was. Ja, Eddie kommt als letztes dran. Bis dahin habe ich alle gekillt. Glaube ich. Und ich könnte jetzt bewusst ihn am Leben lassen, ihn jetzt völlig overkillen. Aber ich will den Move gerne sehen, also warum nicht? Supernova. Pat gibt so ein bisschen emotional Support im Hintergrund, glaube ich. So. Sicher, sicher. Und dann suchen wir mal in Ruhe den Raum hier ab, weil ich wüsste nicht, wo es sonst sein soll, wenn ich in diesem Raum. Da ist es auch schon. Deep Plan Secret File 1. Okay, mehr sagen wir dazu gerade nicht, okay. Und dann würde ich sagen, hauen wir direkt wieder ab. Sagt mir jetzt nicht viel, der Deep Plan. Aber dafür brauchen wir erst beide Daten und dann müssen wir sie zurückbringen. Gut, dann würde ich sagen, flitzen wir jetzt erstmal nach London zurück, oder? Da kann ich die eine Quest abgeben. Wobei, nee, das ist Blödsinn. Wir gehen direkt nach Tokio. Ja gut, nicht direkt nach Tokio, nach Fuji halt. Das macht mehr Sinn. Machen wir es in einem Rutsch. Komme ich von hier aus irgendwie dahin? Wahrscheinlich ja, wenn ich die Flughöhe entsprechend auf hoch setze, ne? Aber das macht mir Sorgen, wie ihr wisst. Wie ihr selber schon gesehen habt, das war unser erstes Game Over letztes Mal.
Ah, hier. Okay. Das war auch kein Wunder. Vielleicht kann ich irgendwo doch durch und es ist dann kürzer. Ich schau mal. Ich müsste hier nur ganz kurz rüberwuppen. Ja, ich müsste nur kurz über diese Berge wuppen. Ich werde immer einen Kampf triggern. Und dann wuppen wir da eben kurz rüber. Aber erst nach dem getriggerten Kampf, dass wir nicht angegriffen werden in der hohen Zone. Hätte ich jetzt wahrscheinlich 20 Mal geschafft. Aber jetzt bestimmt gleich nicht mehr. Also wir müssen jetzt trotzdem diesen Kampf provozieren. Kannst du es bitte angreifen? Hier ist doch schon irgendwo ein Gegner. Ja, danke. Ja, die haben keine Chance gegen uns, die Ghosts und Silver Devils. Splitten, dann könnte es schon gewesen sein. Magic Shower. Nee, er lebt doch, okay. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht angegriffen werde. Wenn ich eben kurz über den Hügel springe, über den Berg. Wenn nur die Level ab, schön. So, ab nach oben. Und jetzt ganz schnell darüber. Und ganz schnell wieder runter. Okay. Puh. Gehen wir kurz nach Delhi. Wäre eigentlich sinnvoll. Da kann ich nämlich kurz ins Inn und das Schiff nochmal reparieren. Das glaube ich ja doch minimal notwendig. Notwendig ist es nicht wirklich, aber minimal sinnvoll ist es trotzdem. Sehr schön. Aber ist die Frage, könnte ich die Advanced Association Quest auch hier abgeben, auch wenn ich sie noch angenommen habe? Ich denke mal fast nicht, ne? Nee. Weil das so spezifisch für London war, die Quest. Wenn wir überhaupt abgeben können, könnte das jetzt was für uns behalten. Na gut. Egal, ich wollte eh nur rasten. Und dann heißt es nochmal den ganzen Fuji ablatschen. Und da werde ich nochmal ordentlich durchlaufen, weil es kann gut sein, dass da irgendwie ein Weg war, den wir noch nicht gegangen sind. Und der Einschränkung beim ersten Mal. Wenn dann noch irgendein geiler Schatz auf mich wartet, würde ich ihn gerne mitnehmen. Gerade wenn das Gadgets sind. So. Ja, ich würde sagen, wenn ich Mount Fuji durch habe, dann werde ich die SP verteilen. Dann habe ich bestimmt schon dick über 2000 und dann lohnt es sich mal wieder. Da kann ich vielleicht auch wieder einen von diesen krasseren Skills, die ich jetzt länger schon nicht mehr angefasst habe, wieder leveln. Bleib jetzt schön in der Medium-Höhe. Keine Kapriolen. Wo ist wohl dieser See, den wir auch finden sollten? Ne? Das soll auch irgendwie im Nordosten sein. Vielleicht da irgendwie im Krater drin? Kann man da rein? Na, ich weiß es nicht. Wir sollten irgendwie so einen See finden, das weiß ich noch. Aber ich weiß nicht, wo der sein soll. Hier mal kurz ein bisschen hier in dem Bereich fliegen. Also China scheint ja ein einziges Gebirge zu sein. Shining Flag, die kennen wir noch nicht, aber die müssten wir besiegen können. Die dürften ja so ungefähr höchstens auf Level wie normaler Nidhogg sein. Und normaler Nidhogg dürfte kein großes Thema mehr sein. Eigentlich. Ich hätte vielleicht trotzdem das Schild machen sollen. Mal gucken. Einstecken können sie was. Gut, einer ist down. Blazing Shot. Ich hoffe keinen Brand. Natürlich direkt wieder Brand, das ist schmerzhaft.
Brandlöschen können wir uns sparen. Die besiegen wir eh gleich. Gut, immer einen neuen Gegner kennengelernt. Und wir noch einen Extinguisher bekommen. Wie passend. Selbst Fluggegner geben gerne mal Items ab, die ihre eigenen Schadenseffekte heilen können. Kurz eben heilen, das Schiff. Weil wir nicht wissen, was uns sonst noch so erwarten kann hier. Habe ich das gerade gelevelt aus Versehen oder nicht? Nee, ich habe nein gesagt, gut. man muss sich sowieso nochmal leveln, so nicht. Aber es war eigentlich nicht meine Absicht, irgendwas zu leveln. Also Städte oder Dörfer sind hier wirklich gar nicht in dem Bereich, ja? Ne? Okay. Nehmen wir mal so hin, die Tatsachen. So, mache ich jetzt auch einen Zwischenhalt in Tokio? Nee, wozu? Wir speichern einfach hier in der Luft. Ich habe auch keine Pläne mehr, oder? Ich habe witzigerweise jetzt... Okay, ich habe bisher auch nicht so viel gemacht, wenn wir jetzt ehrlich sind, ne? Aber ich habe, glaube ich, auch keine neuen Schiffspläne bekommen. Die Sachen, die ich bekommen habe und aufgebaut habe, konnte ich ja sowieso sofort wieder weghauen, weil wir ein neues Schiff bekommen haben. Doch, doch, Quatsch. Heavy Blade Plans haben wir noch. Stimmt. Wir haben wohl noch einen Plan. Vielleicht könnten wir damit die Klinge vorne aufrüsten. Dann machen wir noch einen fixen Zwischenstopp in Tokio. Richtig, fast vergessen das Ding. Vielleicht taugt das ja noch was. Möglich wär's. Sir, have you returned? Well, after all, I'm the only person that can restore parts from these plans. Oh, it looks like you've got some plans, let me see. This is a heavy blade plan. Okay, let's use the plans to restore some parts. I'm itching to try this out. Du hast doch generell neue Sachen, oder? Interessant, also du bietest auch zwischendurch neue Waffen an. Die kannten wir alle schon, aber die Spiked Mace ist neu, da bin ich mir sicher. Wo ist denn das Heavy Blade, was ich bei dir jetzt bauen wollte? Ist das die Spiked Mace? Ich gehe mal davon aus, es ist die Spiked Mace. Da hast du doch keine neuen Sachen. Das Problem ist, das Ding verringert noch weiter die Genauigkeit. Kauf's mal. Ich überlege nämlich gerade, ob Skills immer treffen mit dem Spiel. Also wenn ich den Spiral Arrow Skill mache von Eddie, wenn der immer trifft, dann wäre die Mace gar nicht so schlecht. Aber ganz ehrlich, die Klinge trifft jetzt schon kaum. Das heißt, normale Angriffe würden wahrscheinlich überhaupt nicht mehr treffen. Ist es das wert? Fraglich. Ich werde es mal anbringen und mal beim nächsten Kampf in der Luft testen, ob wir zumindest noch mit dem Spiral Arrow treffen können. Dann würde ich bei ihm einfach den Skill spammen. Und gut ist. So eine riesige Oli-Keule vorne einfach dran gesetzt. Erscheint mir unpraktisch, aber gut. Was weiß ich schon, ne? Guck mal, die alten Waffen hätten alle sogar noch weniger Genauigkeit. Also die würden mir jetzt auch nichts bringen. Ja. Gut. Ich weiß nicht, warum das ein Large Blade ist. Ich habe keine Ahnung. Fragt mich bitte nicht. Sieht für mich nicht nach einem Blade aus, aber ich habe auch keine Ahnung, wie gesagt. Also ich meine, ich habe schon genug Ahnung zu sagen zu können, dass es keine Blade ist, aber... Egal. Immer irgendwas Eigenes dran gebaut. Bisher war das Ding noch Vanilla und Vanilla ist immer langweilig. Nicht zu wechseln mit Vanille. Okay, dann haben wir schon mal den gleichen Kampf, können die Waffe austesten. Gungnir Class. Das Ding ist auch neu für uns. Boah, ein geiles Teil. Ein Riesenmonstrum. Ist auch schön, noch ein paar Schiffsgegner zu sehen. Der Support-Shot macht trotzdem noch Sinn, weil solange die beiden Mädels immer angreifen, triggert das noch oft genug. Das
Nutzen wir erstmal den Skill. Ich meine, eigentlich müsste ich jetzt erstmal normal Brammen nicht schießen, wo gemerkt. Das hat getroffen. Guter Damage. Eigentlich müsste ich erst normal schießen, um zu merken, ob ich bei dem überhaupt verfehlen würde. Vergesst ihr auch einfach leicht zu treffen. Ne? Jetzt ist er schon mal down. Mechanics Kit. Das waren sogar die Stufe 3 Heilung schon, ne? Ist gut. Ich hoffe, ich wäre jetzt nicht in Tokio gelandet, sondern gut. Okay, also ist die jetzt kaputt, die Basis? Ja, ne? Man sieht, dass hier wieder Zerstörung ist. Das heißt, vielleicht hat sich die Basis auch wieder verändert, so wie die erste Basis. Fände ich gut, weil ich fand die Veränderung der ersten Basis, dass die einfach nur simpler und kürzer gemacht haben, fand ich sehr angenehm. Und vor allem fand ich das geil, dass die ganzen Schätze verschoben wurden. Das wäre eine super coole Idee. Sieht aber leider noch alles sehr intakt aus, was Treppen und Leitern angeht. Uff. King Emna und Flare Elementals. Reicht nochmal ein Angriff oder mache ich eine Combo? Ich hoffe, mal normal reicht. Ne, hätte Combo machen sollen. Daneben. Okay, der hält wirklich noch ziemlich viel aus. Aber jetzt bist du down. Gut. Muss ich jetzt den ganzen Dungeon nochmal durchsuchen? Okay, nicht alle Treppen sind noch da. Wie ich sehe. Ich meine, der Vorteil, dass die Karte auch beim Zerstören des Dungeons neu gemacht wird, ist natürlich, dass wir jetzt besser nachvollziehen können, wo wir schon gewesen sind und wo nicht, seitdem die Map wieder existiert, also, ne, wie wir reingekommen sind. Ist so eigentlich gar nicht so schlecht. So, ich schätze, dass wir eher in diesen Rollen fündig werden. Mal schauen. Ich glaube, die Gegner kann ich rausnehmen. Ich glaube, hier kommen keine neuen, das sind alles die altbekannten. Hier waren die Zellen, oder? Ja. Ja, hier waren die Zellen, aber hier ist auch nichts Sinnvolles dazugekommen. Die Truhe ist, glaube ich, hier vorne jetzt gewesen, die vorne Zelle drin war. Hier sind viele Truhen und auch zwei Truhen, die wir bisher nicht geöffnet haben. Das heißt, die haben wir im ersten Aufenthalt gar nicht gefunden. Chaincloak und der Battlestaff. Ja, die haben wir wahrscheinlich gar nicht gefunden, wahrscheinlich auch teilweise wegen den Begrenzungen, die uns ja auferlegt wurden, dass ich da nicht immer alle perfekten Wege gelaufen bin, wundert mich nicht. Aber es ist echt super, dass diese Basis auch kaputt gegangen ist und die Truhen somit jetzt gesammelt wurden. Ist echt eine der besten Sachen in diesem Spiel, finde ich großartig. So, ich denke mal, dieses Chainmail-Ding kann nicht... Das war kein Chainmail, das war irgendwas mit anderes. Chain Coal oder sowas? Nee, Chain Cloak. Ist aber auch schlechter als Izanami's Cloak, wundert mich nicht. Das haben wir erst danach bekommen, deswegen. Das andere war ein Stab, der ist wahrscheinlich für dich dann potenziell interessant. Der Battlestaff, der ist tatsächlich auch stärker. Und der kann sogar Konfusion verursachen, rein theoretisch. Schön. Allein dafür war es schon mal wert, hier jetzt zu kommen nochmal. Nun müssen wir noch rausfinden, wo die Pläne jetzt sind. Aber ich denke, die werden irgendwo hier sein, weil hier waren so die Büroräume, sag ich mal. Wenn man es so nennen kann. So. Weiter geht die Sucherei. Hier
erstmal da oben hin, wo es tiefer runter geht, weil das könnte besser sein. Zielführend, ne? Ah ja, ist es auch. The Deep Plan Secret File 2. Damit haben wir jetzt alle Secret Files. Ich werde mich trotzdem noch ein wenig hier umsehen. Aber ich glaube, ich schätze, dass der Schatzhaufen, den wir gerade gesehen haben, schon das Sammelsurium an Ausrüstung war. Aber ich will jetzt auch nicht unvorsichtig wieder rausrennen. Vielleicht ist hier auch irgendwas anderes hier noch irgendwo gesammelt worden an Items. Aber so viel Zeit muss sein. Insbesondere die zusätzliche SP kann ja nicht schaden, ne? Weil ich weiß schon, wo die Treppe hinführt, das brauche ich gar nicht mehr nachzuchecken. Ich schaue nochmal ganz kurz eben hier runter. Da bin ich mir gerade nicht mehr so sicher, wo das hinführt. Ach, hier einfach diese Ebene hier, ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieser eine Haufen mit Schätzen da der eine Haufen war, den ich finden musste noch. Den klappen wir mal zusammen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch viel entdecken werde. Für die Quest mussten wir her. Wir haben noch einen guten Kampfstab bekommen. Und davon abgesehen, ein bisschen SP. Ich meine, die XP, die ich hier bekomme, ist halt nicht mehr ganz so relevant, glaube ich. Wobei, das waren 507. Das ist eigentlich mal eine ganz gute Zahl. Wir gucken nochmal kurz hier. Ja, nee. Das ist alles... Ist gar nicht so kompliziert, glaube ich. Es gibt nur sehr viele Wege, die zum selben Ort führen hier, ne? Ich denke, der Aufzug war ja im Eimer, den checke ich aber auch nochmal ganz kurz. Ja, der ist weg. Und das heißt, wir sind durch hier. Ich denke mal, hier ist nichts mehr Relevantes. Dann räumen wir nochmal den drei folgenden Boys auf. Und dann gehen wir jetzt mal zurück und geben die ganzen Quests ab. Ist ja wohl ein A-Wert, oder? Ne, auch nur ein B. Aber immer eine Super-Heal-Bottle bekommen. Gut, gut. Dann können wir mal gratis heilen hier. ...3000 SP habe ich jetzt. Ja, sogar mehr als 2000. Ja, sogar 3000. Dann geben wir erstmal ein bisschen SP jetzt aus. Das habe ich ja gesagt. Das machen wir am Ende von dem Ort hier. Jetzt haben wir ein bisschen was angesammelt. Natürlich habe ich jetzt wieder mal richtig viel SP, dass ich die absoluten OP-Skills da wieder fördern konnte, ne? Das muss ich sagen, das lächelt mich schon ein bisschen an. Die Ulti, die ist recht stark. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Wenn ich die jetzt levele, mache ich die auch billiger. Das könnte auch extrem OP sein. Aber ich will noch nicht die Ultis leveln. Ich denke, ich würde jetzt erst einmal... Spiral Arrow auf Level 5 bringen, weil auch diese ollen Schiffskills darf ich nicht vergessen. Die sind nicht unwichtig. Also Level 5 reicht mir da erstmal. So, Hyper Guard würde ich auch gerne noch weiter leveln. Und das ist verdammt teuer. Aber machen wir mal einmal. Jetzt haben wir schon fast keine Punkte mehr. Von dem, was wir vorher hatten. Das heißt, wir haben schon ein bisschen was in dich investiert, Eddie. Pat. Meteor Shots habe ich schon ordentlich gelevelt, wie ich finde. Das reicht doch aktuell. Bin ich ganz zufrieden mit. Das kann ich auf Schiffen nicht nutzen, eine Scale Run. Das hätte ich versucht, als wir vom Neonitok bekämpft wurden und zerstört wurden. Ging aber nicht zu dem Zeitpunkt. Lock-On ist immer noch ziemlich billig, ne? Und für Bosse immer noch das, was ich da meistens nutze. Support Shot ist aber auch noch relativ günstig dafür, dass es so ein unfassbar guter Skill ist. Ich werde Support Shot erholen und Lock On. So, dann habe ich den beiden wieder ein bisschen was zukommen lassen für beide Sachen. Für die anderen würde jetzt nicht mehr so viel möglich sein, ist klar.
Aber ganz ehrlich, die Skills von den Schiff-Skills hier sind nicht so wichtig für den. Magic Shield ist nett, aber ist hoch genug. Und das andere Ding nutze ich in Kämpfen, die stark Gegner sind, nicht, weil das ja Einzelgegner sind, also Einzelziele nur trifft. Ich glaube, sie könnte tatsächlich Repair Force nochmal leveln, weil das ist mittlerweile echt nicht mehr so viel Heilung, wie ich finde. Dann machen wir nochmal Blessing Breeze hoch. Komm. Ich glaube, Blessing Breeze würde ich gerne auch noch auf 5 bringen, falls es dann die AOE-Version freischaltet, weil das könnte für die beiden Mädels ganz cool sein. Gut, dann haben wir ein bisschen SP ausgegeben und auch ein bisschen was auf die Schiffe, für die Schiffe getan, nicht nur für die Charaktere. Okay, dann verlassen wir den Mount Fuji. Ich schätze mal zum letzten Mal. Und jetzt muss ich erstmal einen ziemlich weiten Weg zurückfliegen, ne? Ich wollte speichern, aber leider habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich glaube, ich fliege eben alleine zurück, weil ich glaube, auf dem Weg wird nichts passieren. Außer ein paar Kämpfe. Das heißt, wir sehen uns gleich in London wieder, ja? Bis gleich. So, da war gerade der Kampf noch vorbei, aber jetzt sind wir wieder in London. Da habe ich mich wieder zugeholt. Dann gucken wir mal erstmal, ob wir den Adventurer Skill jetzt was abgeben können. Ich wollte reparieren. Nee, war schon richtig so. Geld habe ich auch wieder massenweise, ne? Aber besonders dank diesem komischen Pegasus-Einhorn. 40.000. Ich fand das wirklich ein besonderer Gegner, wenn man bedenkt, dass das Ding ein Gadget gedroppt hat und 40.000 Gold und das ist ein goldenes, fliegendes Pegasus-Einhorn war. Ich meine, gut, Pegasi fliegen sowieso, aber Einhörner halt nicht unbedingt. Ja, erstmal zur Adventurers Association. Gucken wir mal, ob wir hier was melden können. Scheinbar ja. Hey, kids, about the strange request. Oh, that thing? We took care of it already. You don't have to worry about it. Well, actually, a reward has been sent here for you from Patrick. And you guessed it, the package date is from 15 years ago. A package from Patrick? The letter inside says that he wants you to have this because thanks to you, his wife and child are safe. The Flare Crossbow. Oh, also eine spezielle Waffe sogar für Pat. This is from my dad. Ich glaube, ich habe das hier schon Teil von seiner persönlichen Quest ist. Nehme ich mal an, oder? Macht irgendwie Sinn. It really was a strange request, huh? You're right there. I'm really surprised that someone from the past could send a request. Protecting his family, even if it means he has to reach through time. You really have a wonderful father, Pat. Yeah. Ja, ich würde ihn gerne mal kennenlernen, aber das ist wahrscheinlich wirklich mal ein ehemaliger Kabal-Typ gewesen. Eben weil er so eine Fähigkeit hat. Okay, das klingt nach einer sehr mächtigen Waffe für Pat. Ist es auch. 70 und Fire Damage. Cool. Okay. So, Evans, ich habe Plan 1 und Plan 2. Ich hoffe, mehr gibt's nicht. Also ich kenne nur zwei Basen und ich hoffe nicht, dass in der Basen ein A-Plan versteckt war. Hi Eddie, how did it go? Did you manage to find anything? Yes, we found these documents at the Kabad secret base. I think these have something to do with the Kabad secret plan. D-plan, eh? The information is written in code. It's going to take a little while to decode. But if I can decode this, we should be able to discover what the Kabad has in mind. If I learn anything, I'll let you know. Okay, I hope for good news. Oh Eddie, I forgot to give this to you. What is it? It's for an airship weapon that I was getting ready for Gilbert, but now I think it's best that you use it. Ich freue mich einerseits, andererseits muss ich jetzt noch ganz nach Tokio zurück. The White Blade Plans. Thanks a lot. Evans! I'm glad to see Gilbert safe and everything turned out well, but you're still going to look for the tablets, so Fiona can get my memory back. Das ist mir schon. By the way, Eddie, looks like you found a new world treasure, habe ich das? Scarabre haben wir gefunden zwischendurch, okay. Thank you for discovering a new world treasure. Aber ich krieg trotzdem noch nichts. Ich weiß nicht, ob er überhaupt was zwischendurch kriegt. Ich hätte es eigentlich gehofft, aber irgendwie ist es nicht so. Okay, jetzt haben wir wieder Schiffspläne bekommen. Und ich möchte gerne wissen, was da drin steckt in der Schiffspläne, also was das für eine Waffe ist. Das heißt, ich fliege nochmal nach Tokio. Wir sehen uns gleich in Tokio, ja? Bis gleich. So, zurück in Tokio. Ich hoffe, das ist eine richtig tolle Waffe. Ich meine, ich gehe davon aus, sie wird stärker sein als das Heavy Blade, was wir später bekommen. Und ich gehe auch davon aus, dass sie präziser ist. Ich hoffe es zumindest. Noch unpräziser kann es hier nicht sein.
bisher haben die Spinning Arrows, wie auch immer, immer getroffen, aber die treffen vielleicht sowieso immer. Und die Gegner waren ja auch leicht zu treffen, die ich bekämpft habe, also keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht lange was von gehabt, von der neuen Waffe, die ich mir jetzt geholt habe. The White Blade Plans, mhm. Angel Saber. Das Ding ist viel, viel stärker. Es ist nicht nur viel, viel stärker und macht Holy Damage, sondern es ist auch ein gutes Stück präziser. Sehr gut. Das ist es auf jeden Fall wert. Na gut, der Rest ist nichts wert. Ich werde immer zum Spaß gucken, jetzt hier gleich in Tokio, ob da vielleicht neue Ausrüstung im normalen Laden ist. Nicht bei den Waffen, sondern also bei den Schiffswaffen, wo gemerkt. Da will ich mal gucken. Muss ich sowieso, weil ich ja das Ding erstmal anbringen muss. Und dann, ja, dann werde ich nach London zurückfliegen. Juhu. Und dann werden wir von da aus endlich unsere Reise in den Westen starten. Ich glaube, viel mehr können wir jetzt gerade eh nicht tun. Das würde sich auf jeden Fall anbieten, ne? Vielleicht auch mal, zumindest schon mal den Weg dahin finden. Also, da sollen wir da wahrscheinlich hin. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Haben wir aktuell überhaupt ein Lied, wo wir hin sollen? Nee, ne? Stimmt, haben wir eigentlich gar nicht. Es wäre halt nur naheliegend, finde ich, aber das heißt ja nichts. Mal gucken. So, hast du zufällig irgendwas noch bekommen, was mich interessieren könnte? Nein. Offensichtlich gar nicht. Gut. Das ist in Ordnung. Mach dir nichts draus. Wir bauen jetzt den Angel Saber ein. Ist sogar auch erheblich präziser als mein Longblade gewesen. Ja, 8 Punkte sogar. Das heißt, ich werde auch damit jetzt wieder mehr treffen. Das ist schön. Das war, glaube ich, schon ein sehr relevantes Upgrade. Allein dafür war es das wert, hierher zu kommen, tatsächlicherweise. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder in London. Und von London aus fliegen wir dann direkt weiter in den Westen. Bis gleich. So, London ist erreicht. Wir fliegen jetzt aber direkt weiter in den Westen. Heißt auch wieder in gefährliche Höhen. Guck mal kurz die Weltkarte. Es wird uns auch nichts angezeigt, ne? Ich hoffe, es ist nicht falsch, da jetzt hinzufliegen, aber... Okay, es war wohl richtig, in die Richtung zu fliegen, auf jeden Fall. Another call? I wonder who it is. Oh, Eddie, it's me, Evans. Mr. Evans, is everything okay? Well, the thing is, I've just obtained information about another one of the tablets. Oh, is that so? According to a chip I've received, it seems there's a tablet in El Dorado. El Dorado? Yes, it's an ancient town of legend, also known as the City of Gold. So where is it located? That I don't know. It's an ancient town of legend after all. But there's supposed to be an adventurer in New York. In New York? Dachte ich mir doch. Who's been searching for it? You might want to try and find him and ask him what he knows. Alright then, we'll head on over there. So, ich gehe sofort wieder runter. Ich kann nämlich hier gerade wieder runter. Das nutze ich sofort aus. Ich sehe nichts, okay. Also nicht viel zumindest. Nichts ist vielleicht minimal übertrieben. So, das heißt, wir müssen New York finden. Wo sind wir denn jetzt gerade? Das sieht nach New York aus da unten. Sehr gut. Wild Flag. Zwei neue Schiffe, aber es sind ja auch Medium-Altitude. Ich denke mal, die schaffen wir schon. Altitude. Eldorado ist also der nächste Dungeon. Alles klar. Aber erstmal noch New York, da wird es wahrscheinlich auch neue Ausrüstung für Schiff geben. Ich denke mal keine bessere Klinge, weil die ist echt arschgut. Wäre auch ärgerlich, wenn die in New York schon überhaupt wieder besser wäre. Aber vielleicht mal ein paar neue Sachen für die anderen Leute. Neue Guns, neue Cannons, neue Orbs, neue Schilde. Brauchen wir immer. Okay, die halten gut was aus, was zu erwarten. Okay, Crit. Wild Napalm. Und brennen tun wir auch. Habe ich jetzt gerade die ganze Zeit auf B geschossen oder auf A? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das ist das Ärgerliche. Aber es war wohl auch B. Gut. Die kriegen zumindest nicht immer. Ich kann sie gut besiegen, ja. Hier komme ich mit klar, das ist kein Problem.
können es gewesen sein. Ne, noch nicht ganz. Dann geht wohl Pat der letzte Schuss, nehme ich an. Nein. Eddie macht's, aber Eddie macht's auch safe jetzt. Wir haben Spiral Arrow. Gut, wir haben gut Schaden genommen. Aber das ist schon okay. Die sind ja, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade im Horizont schon eine Stadt gesehen. Das wird wahrscheinlich New York sein. Macht ja von der Location Sinn. Ja, das ist New York. Oh, runter da. Aber schnell. Erstmal einen sicheren Hafen erreichen. Und einmal das Schiff reparieren lassen. Und dann gleich sich an den neuen Waren des Händlers ergötzen. Nachdem wir links kurz geguckt haben, ob jemand hier relevante Informationen für mich hat. Du vielleicht. Scott. If you're going on vacation, I recommend the Rio de Janeiro area. Okay, Rio de Janeiro. Ah. Was könnte die letzte große Stadt sein? Oder haben wir jetzt noch zwei große oder drei große Städte? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Müsste ich nochmal im Kopf nachzählen. Habe ich gerade keine Lust zu. Aber ich meine, dass es noch zwei waren. New York, habe ich mir schon gedacht. Aber ich habe überlegt, ob es vielleicht zwei Städte hier gibt. Mal gucken. Welcome, Kiefer. Welcome to New York. We have the best airship parts in the world. Das glaube ich euch. Zumindest was den Verkauf anbelangt. Aber erstmal die Upgrade Plate. Die kostet doch 40.000. Da kann ich das ganze Einhorn wieder rausschmeißen. Ja, supi. So, Metal Armor ist nur besser. Nicht viel besser tatsächlich, aber Upgrade ist Upgrade. Iron Orb ist minimal nur besser. Also wirklich minimalst nur. Mit weniger Genauigkeit. Froh sein, dass ich so gerne von den Vanilla-Sachen wegkomme. Sonst würde ich das, glaube ich, gar nicht erst kaufen wollen. Machine Gun ist auch nur minimal. Die Machine Cannon, wo bemerkt, nicht Machine Gun. Ist ein bisschen besser, ja, ein bisschen mehr als minimal. Aber wieder Accuracy weniger, was ich nicht so gut finde. Aber der Kanone kann man zumindest mit den Fähigkeiten, die sie hat, die Genauigkeit erhöhen. Du triffst eigentlich sowieso immer problemlos. Und das ist ein bisschen mehr Damage, der sich vor allem auch jedes Mal bei Support Fire auswirken wird. Und eure Nahkampfwaffe, die ist Schrott im Vergleich zu meiner. Aber richtig Schrott, okay. Full Mechanics Kit ist die neue Heilung. Macht eine Vollheilung beim Schiff. Kaufe ich mal einmal. Und fülle dann meine Mechanics Kit auf 5 auf. Und dann haben wir auch genug Heilung, denke ich. Ich habe nicht mehr viel Geld gerade. Ich glaube, ich werde hier bei den Waffen jetzt erstmal nicht alles kaufen können. So wie ich sonst mal so gerne tue. Und da haben wir nichts Neues. Aber hier haben wir was Neues. Die Spiral Gun. Die Machine Cannon. Iron Orb. Oh, ich habe das Schild auch nicht gemacht. Ich war noch nicht fertig. Ich war dort noch gar nicht so weit. Wir können jetzt mal wieder verkaufen. Tatsächlich, ich könnte mal meine alten Waffen verkaufen. Ich glaube auch nicht, dass die so viel Geld bringen werden. Oh Gott. Will ich das anbringen? Naja, gut. Es ist besser. Was soll's. Ich hoffe, wir kriegen nochmal eine andere Metallarme. Ich muss jetzt nicht unbedingt Flaggen von irgendwelchen Nationen auf meinem Schiff haben. Nein, danke. So, New York. Schnuppern wir doch mal etwas hier rein. Könnte die Folge jetzt beenden, aber ich würde gerne noch ein bisschen reingucken in die Stadt. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht zufällig auf die richtige Person stoßen, wenn wir reden sollen. Ich hoffe, die ist in der Bar. Dann werde ich es vermeiden. You can find dinosaur fossils in the ruins to the west. I hear Cabasaurus have been going out there a lot lately. Aha. That could be relevant for us. So, Adventures Association. Mal gucken, ob es noch eine neue Quest gibt. Ich glaube zwar nicht, aber gucken möchte ich trotzdem. The city of Atlantis used to flourish in the Atlantic Ocean long, long ago. But now it's a part of the ocean. The city of Atlantis. Ja, ob die jetzt wirklich da gewesen ist, wo du meinst, aber gut. We are looking for El Dorado. Do you happen to know anything about it? El Dorado, you say? That's all just a legend. You can look for it, but you ain't gonna find it. But then again, there is one adventurer who's been searching for it like crazy. I think he lives with his wife in the Backstreet Apartment. He goes by the name Harvard. Also gehen wir nicht in die Backstreet Apartments, dann wissen wir wahrscheinlich, wo wir nicht hinwollen. Das ist gut. Welcome to New York Branch of the Adventurers Association. I'm Tracy, and don't you forget it. Aber dass es hier wahrscheinlich auch Atlantis gibt, wundert mich nicht. Ich frage mich, ob Atlantis hier ein World Wonder ist oder vielleicht wirklich auch ein Dungeon. Ich schätze mal fast schon Dungeon. Das würde sich echt anbieten. Na, mal gucken. Oh, you're Edward Brown? I've heard rumors about you. They say you're as good as an adventurer as your father. Well then, what can I do for you? Mittlerweile bestimmt. Damals, als wir ihn kennengelernt haben, war Level 20. Der ist schon lange drüber hinweg. Sagen wir mal, er ist auch stärker geworden, aber ich glaube, schlechter als er sind wir nicht. I'm on your side. I'll be cheering for you. Ja, ja. Go get them.
Tiger. Einer von euch ist ein Appraiser. Ich habe nämlich gar nichts zu appraisen. I know an adventurer just like you. He's sort of a famous in England. He was brave or rash. I wonder what he's doing now. Na, er ist mein Vater. Welcome. Get your gadgets appraised. Ich habe, glaube ich, gerade nichts dabei. Ich habe mich auch überrascht jetzt. I studied archaeology with a girl named Shirley, who is now working in London. Please tell her hello if you see her. Ich würde es tun, aber ich glaube nicht, dass wir das können. Wir wissen ja, wer Shirley ist. Die rechte Hand von Fogg, wenn man so will. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch eben die Händler an. Ich befürchte, ich werde mir nicht alles leisten können. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich bis zum nächsten Mal schauen, ob ich nicht ein bisschen Geld zusammenfarme. Zum ersten Mal in diesem Spiel. Oder zumindest verkaufen. Welcome, we have the best weapons in the world. Look around as much as you like. Ich glaube, die sagt das einfach nur, ne? Und eigentlich ist das gar nicht unbedingt gegeben. Aber das Holy Knife ist tatsächlich sehr, sehr gut. Das gönnen wir schon mal. Machine Gun kann nichts. Also, die ist tatsächlich schon recht gut dafür, dass wir gerade erst eine Storywaffe bekommen haben für eine Nebenquest. Von Pat's Vater. Christmas Stick. Okay. Und ein Aqua Staff. Ich kann mir nicht mehr beide leisten. Ja, ich werde, glaube ich, ein bisschen verkaufen müssen. Ne? Wir gucken nochmal eben zusammen, was der Rüstungshändler so hat. Weil die Staffs will ich auf jeden Fall beide noch haben. Die Waffe können wir uns zum Glück sparen. Die Schusswaffe. Meinte ich damit. Oh, welcome. We have the best armor. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen deren Ding, das immer wieder zu behaupten. Das Ding wäre ganz cool, gut für Eddie, aber Eddie würde seine ganzen Resistenzen verlieren, die er gerade hat. Und ich weiß nicht, ob mir 5 DP das wert sind, weil er hat genug DP. Das Golden Dress ist es auf jeden Fall wert, zumindest für Fiona. Das kaufe ich schon mal. Nicht für Reality, ist offensichtlich nicht so geil. Stylish Head, der ist ganz cool für Eddie. Und ich würde sagen, für die beiden Mädels eigentlich auch. Die müsste ich wieder dreimal kaufen dann. Oh gut, ich meine, jetzt sieht man schon, Silk Hat ist besser für die beiden Jungs. Da würde ich auch auf 3 Ausweichen verzichten für 7 Defense. Die Bracelets sind für euch beide gut. Die kann ich mir sogar 2 mal leisten. Dann machen wir das mal eben. Aber ich muss hier noch ein bisschen was verkaufen. Und das werde ich auch tun. Ich glaube, ich muss gar nicht trainieren, weil so viel Geld brauchen wir gar nicht. Ich werde mir jetzt mal die Zeit nehmen und hier mal ordentlich Sachen verkaufen. Die ganzen Waffen und so weiter, die wir haben, die ich nie verkauft habe. Und dann werde ich versuchen, noch alle anderen Sachen, die wir gerade gesehen haben, zurechtzukaufen. Und dann sehen wir uns dieses Mal genau hier wieder. Ja, wahrscheinlich draußen auf der Straße dann, aber ja. Danke fürs Zusehen, bis dann, bye bye.